Die Impfbefürworter haben ja den Begriff des Placebos mittlerweile komplett pervertiert. HPV-Impfstoff Gardasil, die Placebo-Gruppe. Placebo war ja mal ein medizinisch wirkungsloser Stoff und bei Gardasil hat die Placebo-Gruppe halt Aluminiumhydroxid bekommen. Was halten Sie von solchen Wortverdrehungen und warum wird so etwas gemacht? Das ist ein absoluter Skandal aus meiner Sicht. Also das ist ja eine Regelung, die auch über die EU-Kommission, über die European Medicines Agency so Einzug gehalten hat, dass Impfstoffstudien heutzutage mit Placebo kontrolliert, mit einem Adjuvanz-Placebo durchgeführt werden dürfen. Das ist völlig absurd. Das ist eine absurde Wortkreation. Adjuvanz-Placebo steht in der Fachinformation von Gardasil wörtlich drin. Ein Adjuvanz ist ein immunverstärkender Stoff mit einer ganz massiven Wirkung aufs Immunsystem. Genau deswegen ist der im Impfstoff drin, damit Immunreaktion hochreguliert wird. Wenn Sie jetzt sagen, das Adjuvans, das ist ein Placebo, das ist einfach völliger Quatsch. Placebo ist ein wirkungsloses Scheinmedikament. Sie müssten, um eine Impfstoffstudie wirklich placebo-kontrolliert durchzuführen, mit Kochsalzlösung arbeiten, statt mit Adjuvanzlösung, weil da kommt immunologisch keine Reaktion. Und genau das soll ja die Placebo-Gruppe haben, keine Reaktion. Immunologisch völlig in Ruhe gelassen werden die Leute. Ja. Und ja, hier, diese Studien sind im Prinzip ein Konstrukt, um Impfstoffzulassung zu erleichtern. Sie werden in diesen Studien, die so gemacht sind und die völlig lege artis so gemacht sind, mit Zustimmung der Behörden und der Ethikkommission, werden solche Studien durchgeführt, wo man eine Placebo-Gruppe ja eben nicht mit Placebos behandelt, sondern mit Adjuvantien. Heißt, sie kriegen, wenn sie die Nebenwirkungen dann in den Studien betrachten, in der Impfstoffgruppe, wo dieselbe Menge Adjuvanz wirkt wie in der Placebo-Gruppe, auch dieselbe Menge schwerer immunologischer Komplikationen durch das Adjuvans, dieselbe Menge von ja, Hirnentzündungen oder Rheuma oder autoimmuner andere Erkrankung. Dieser Kunstgriff in diesen Studien dient im Prinzip dazu, dass eben jeder adjuvantierte Impfstoff im Prinzip über die Zulassungshürde springen kann, weil sie eben keine signifikant höhere Menge von schweren Komplikationen in der Impfstoffgruppe mehr finden. Sie schalten das einfach gleich. Sie geben dasselbe problematische Zeug in die Placebo-Gruppe hinein und dann sehen Sie natürlich sowohl bei Placebo als auch bei Impfstoff dieselbe Menge an Komplikationen. Und wenn man dann ganz frech ist und sagt, naja, jetzt liegen die Nebenwirkungen aber auf Placebo-Niveau, jetzt ist nicht mehr von Adjuvans-Placebo die Rede, sondern jetzt sagt man wieder, was ist Placebo-Niveau? Und jeder Arzt, der diesen Kram liest, denkt, na, das kenne ich noch aus dem Studium, eine placebo-kontrollierte, doppelblinde, randomisierte Studie, der Rolls-Royce der klinischen Forschung, da kann man nicht betrügen. Wenn etwas nicht mehr Nebenwirkungen macht als ein Placebo, dann ist es sicher. Und so gehen die Pharmavertreter auch in die Praxen und erklären das den Ärzten. Hier schaut, wir haben eine placebo-kontrollierte Studie gemacht und da sind die Nebenwirkungen nicht mehr bei Placebo als bei dem Impfstoff. Und alle Ärzte nicken begeistert und sagen, ja klar, das kenne ich, Placebo kontrolliert, Scheinmedikament, da kann ja dann praktisch nichts passieren. Und das ist der Trick dabei. Heißt das nicht auf gut Deutsch, dass die Nebenwirkungen von Impfungen durch die Pseudoplacebos schlicht und einfach verschleiert werden? Ganz klar, ist völlig meine Meinung und die, ja, sage ich auch bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, weil hier da kommt immer wieder auch dann dieses Denken oder dieses ja, Ehrfürchtige, wir haben ja Studien gemacht. Jeder Arzt sagt dann den Eltern, wenn so ein bisschen kritische Situation kommt und die Eltern nicht so wissen, soll ich das oder soll ich nicht, da sind Studien gemacht worden. Und damit erschlägt man im Prinzip so diesen Widerwillen.
ja, das ist wissenschaftlich abgesichert. Kein Mensch redet im Aufklärungsgespräch davon, dass diese Studien eigentlich, wenn man die anguckt, heutige Impfstoffstudien, dass die, ja, wenn man Nebenwirkungen erforschen will in den Studien, keinen Schuss Pulver taugen. Diese Studien, die im Gegenteil, die verschleiern, die werden dazu benutzt, Impfstoffnebenwirkungen unter den Teppich zu kehren. Ihr aktuelles Buch heißt Impfen, bis der Arzt kommt. Das ist ja ein ganz schön deftiger Titel eigentlich. Was möchten Sie damit aussagen? Ja, also das soll im Prinzip so ein bisschen flapsig darauf hinweisen, dass heutzutage mit den Impfungen, ja, aus meiner Sicht viel zu schnell und viel zu früh und auch oft viel zu viel via Marketing dann die Leute traktiert werden. Also jetzt Schweinegrippe ist ja eins der Beispiele auch in meinem Buch, oder die HPV-Impfung für alle Mädchen zwischen 12 und 17 in Deutschland. Das sind Empfehlungen, man weiß nicht, was dieses Teenager-Immunsystem mit diesen drei, ja, adjuvantierten Impfungen macht, wie viel Mädels dadurch ein echtes, massives Gesundheitsproblem bekommen. Ob tatsächlich Krebs verhindert wird, ist fraglich, das weiß heute noch niemand. Man hat im Prinzip auch nur über solche Surrogatparameter wie Krebsvorstufen, die aber in aller Regel auch ohne Zutun wieder verschwinden. Was heißt das, wenn weniger Krebsvorstufen in der geimpften Kohorte sind? Hat dann deswegen in 20 Jahren wirklich Deutschland weniger Krebs? Das ist völlig ungewiss, das weiß kein Mensch. Aber man impft die Mädels durch und sieht dann eben, wenn man genau hinschaut, Hirnentzündungen, schwere Rheumaerkrankungen, Mädchen, die mit 16, 17 nicht mehr laufen können. Also wirklich Fälle, wo man durch die Impfung ganz massiv, ja, Schäden setzt. Sie haben das Paul-Ehrlich-Institut irgendwann wieder verlassen. Was war der Anlass dafür? Ich habe 10 Jahre lang im Paul-Ehrlich-Institut dann gearbeitet und meine Tätigkeit war im Paul-Ehrlich-Institut genau diese Kausalitätsbewertung für die gemeldeten Verdachtsfälle von Impfkomplikationen. Das war die Tätigkeit, die ich ganz überwiegend dort ausgeübt habe. Und es kam zu einer Situation, dass im Paul-Ehrlich-Institut Dinge dann auch eingeschätzt und bewertet wurden, die nicht mit meiner Wahrnehmung übereinstimmten. Das Paul-Ehrlich-Institut hat ja noch höhere Instanzen als mich damals. Ich habe da eben als wissenschaftlicher Angestellter im Referat Arzneimittelsicherheit zwar die Expertise gehabt, um solche Fälle zu bewerten. Entscheidungen wurden aber auch an anderen Stellen natürlich getroffen, viel weiter oben in der bürokratischen Hierarchie angesiedelt. Und es kam zu einer Situation, dass ich durchaus der Meinung war, dass man einen bestimmten Impfstoff damals, das war so 2003, 2004 die Zeit, man hätte diesen Impfstoff zunächst suspendieren müssen, nicht unbedingt komplett vom Markt nehmen, aber zumindest ein vorübergehendes Ruhen der Zulassung anordnen müssen, um aufzuklären, ob dieser Impfstoff tatsächlich mit gemeldeten Todesfällen in ursächlichem Zusammenhang stand. Das hat man nicht getan. Man hat im Prinzip diesen Impfstoff einfach auf dem Markt belassen, in der Hoffnung, naja, das Problem würde sich vielleicht irgendwie lösen von alleine oder wie auch immer. Aber da gab es ziemliche Konfrontationen. Und das führte letztendlich dazu, dass ich auch für mich beschlossen habe, dann eben nicht im Paul-Ehrlich-Institut zu bleiben und diesen Job jetzt ewig weiterzumachen, sondern wenn man merkt, dass eben diese Bewertung der Fälle, gerade wenn es um Todesfälle geht, letztendlich ja keine echte Konsequenz nach sich zieht, das gab für mich den Anlass dann zu sagen, dass ich verlasse das Institut und arbeite anderweitig als Arzt dann wieder weiter.